Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Sonne. Wir machen uns heute dran, die nächste Ultrabestie Lichtblitz, Codename Lichtblitz, zu fangen. Befindet sich im Schattendschungel oder im Hügel des Gedenkens. Wir gehen mal in den Schattendschungel. Ich glaube nämlich, der ist doch gleich. Ist der nicht gleich hier vorne? Ist der nicht gleich direkt hier vorne? Ist das nicht schon hier? Warte. Schattendschungel läuft bei uns. Rein in das Ding. Kümmern wir uns direkt um die nächste. Ich weiß nicht, was ist. Irgendwas mit Elektro. Wird schon passen. Los geht das. Ein Trompec wild erscheint. Moin Trompec, wie geht die da? Ich suche eigentlich hier so eine Ultrabestie. Also wenn du die gesehen hast, ne? Scheiße, ich habe meine Pokémon nicht geheilt. Voll dämlich von mir. Kriegst einmal Feuer. Flammenwurf. Trompec wurde besiegt. Wir landen einen Volltreffer. Läuft bei uns. Wir müssen eben jetzt nochmal einen kurzen Umweg ins Pokémon-Center machen. Es hilft da nichts, aber wir müssen da mal Pokis heilen, ne? Denen geht das nicht so gut. Es ist zum Glück nicht weit. Es ist gleich da vorne. Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, da gab es mal irgendwie, glaube ich, Pilze oder sowas, wenn ich mich noch recht entsinne. Als wir unsere Prüfung hatten. Lang, lang ist es her, Leute. Lang ist es her. Aber du legst, das Spiel ist schon echt umfangreich. Also auch jetzt noch die Ultrabestien fangen, dann gibt es dann nachher noch was, dann kann man den Kampf nochmal machen. Also man bekommt, ich sag mal, für sein Geld schon wirklich viel, viel Spiel. Muss man einfach sagen. Kann man sich wirklich vom Umfang her nicht beschweren. Ja, bitte einmal alles hübsch machen. Danke. Dong, 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 dong. Siehst du, vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. So, los geht's. Wir machen hier weiter. Eigentlich im Grunde müssen wir nur in diesem, genau, sag ich auch, in diesem Grasspot im Kreis laufen und hoffen, dass es irgendwann. What the fuck ist denn das? Okay, es sieht aus, als hätte jemand Kabel irgendwo rausgerissen. Und es hört sich natürlich mal wieder in eine besondere Aura. Ich hau mal wieder einen Drachenpuls rein und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Dürfte nicht effektiv sein, insofern wird er es auf jeden Fall überleben. Wir sind blitzschnell seinem Ladungsstoß ausgewichen. Wir können auch nochmal einen Flammenwurf, nee, das läuft ja, wir machen mal noch einen Drachenpuls. Lieber vorsichtig an die Sache rangehen. Ja, mehr geht auch nicht. Ah, holy shit. Ja, das war das. Bestienboost von Dilut. Spezialangriff steigt. Nice. Nächstes Pokémon rufen. Dann nehmen wir doch jetzt erstmal unser Coda. Der Kleine ist ja immerhin selber Elektro. Miep, miep, miep. So. Ultraball geht rein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bleib schön in dem Scheißding drin. Ja, 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 ja. Läuft doch. Klasse. Freizeit, Freizeit, Freizeit wurde gefangen. Coda erhält 2766 spezielle Erfahrungspunkte. Erreicht Level 64. Oh, geht er voran, ne? Da geht er voran. Dank des Epitellas erhält auch der Rest. Pampros erreicht Level 71. So, da wollen wir doch mal schauen. Für Voltriant wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Donk, Voltriant. Registriert. Ein nicht identifiziertes Pokémon. Schau es dir gleich mal genauer an. Illumination, Größe 3,8 Meter, Gewicht 100 Kilo, was ein fettes Stück. Eine geheimnisvolle Ultra, wobei bei 3,8 Metern Größe ist es in 100 Kilo jetzt nicht so viel. Eine geheimnisvolle Ultrabestie, aus deren Körper furchterregende Mengen an elektrischer Energie strömen. Möchtest du dem Voltriant einen Spitznamen geben? Nein, Ultrabestien bekommen von mir sowas nicht. Die gehen in die Box und werden dann schön bald verschachert. Gleich wieder weg ins Internet mit denen. Du hast die Ultrabestie gefangen, es verbleibt eine weitere Ultrabestie, oder? Die werden wir ja wohl noch kriegen, ne? Wir latschen hier einfach wieder weiter im Kreis, bis sie kommt. Ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber muss halt getan werden, ne?
Ein Trompec wild erscheint. Es geht los, Koda. Dam da dam da. Wie wär's denn mit einem Elektropixer? Koda setzt Elektropixer ein. Dort ist sehr effektiv. Trompec wurde besiegt. Koda erhält 163 Erfahrungspunkte. Süß. Ja, auch Kleinvieh macht Mist, Leute. Jeder Erfahrungspunkt zählt. Dong, 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 dong. Ein Mobile-Wild erscheint. Es geht los, Koda, du schaffst das. Di, 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 di. Koda wartet auf deine Anweisungen. Ja, keine Ahnung. Eigentlich ist eigentlich alles egal. Nimm mal hier eine Nadelrakete. Kann man wieder sehen, wie er das auskackt. Das sieht eigentlich echt lustig aus. Au, haben wir noch nicht auf mein Näschen. Nochmal. Nadelrakete. Koda setzt Nadelrakete ein. Flup. Das sieht einfach geil aus. Robustheit von... Oh, ich hasse Robustheit. Flup. Dafür ist eine Nadelrakete dann wieder gut. Also gegen Robustheit helfen immer so Sachen wie Furienschlag oder so Sachen, wo du halt mehrmals hauen kannst. Danke dir, Peter, das erhält auch der Rest deines Pokémon-Teams Erfahrungspunkte. Meine kleine Kugel will ein bisschen gepflegt werden. Soll sie kriegen. Was willst du denn? Bist du dreckig geworden oder was? Oh ja, da müssen wir mal das flauschige Bauchfell bürsten. Ist sie nicht süß. So, jetzt siehst du wieder gut aus, ne? Kann weitergehen. Wir haben hier einen straffen Zeitplan. Deswegen nicht zu viel Zeit verschwenden. Düdel, 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 dong, 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 dong. Ein Imantes wild erscheint. Koda, es ist an der Zeit, dass wir mal ordentlich die Prügel rausschmeißen. Jo, da dreht er sich auch schon um. Was soll ich machen? Prügel rausschmeißen. Ja, Stachelfinale klingt doch geil. Mach mal Nadelrakete. Ich will dich wieder die Nadelrakete wegschießen sehen. Flup. Oh. Das ist sehr effektiv. Einmal getroffen, Imantis wurde besiegt. Koda erhält 84 spezielle Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt noch ein bisschen was. Läuft. Es geht voran. Wir gehen mal in diesen Graspatch hier. Ich will mal ein bisschen Abwechslung haben. Düdel, 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 düdel. Ein Trompec wild erscheint. Ram, bam, bam, ba, da, 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 la, la, la. Okay, wir brauchen einen Elektro-Pixer. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Trompec Wild wurde besiegt. Koda erhält 163 spezielle Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch noch ein bisschen was. Sieht doch soweit erstmal gut aus. Ah, da haben wir sie. Da haben wir sie. Jetzt dürfen wir die nur nicht, ne? Töten. Voltriant erscheint, aber ich bin guter Dinge. Voltriant. Ich kaufe jetzt einfach mal... Ich kaufe mal ein A. Ne, ich kaufe mal ein N für die Nadelrakete. Ich hoffe, das tötet ihn nicht. Das wird schon passen. Kann ja nicht sehr effektiv sein. Siehst du, läuft. Au. Zweimal getroffen. Voltriant setzt Elektrofeld ein. Gönn dir. Elektrische Energie fließt durch den Boden. Krosonne Nadelrakete von mir. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ja. Ja, es ist jetzt genug. Okay, das reicht aber auch. Blattgeißel. Das ist nicht sehr effektiv, aber sah gut aus. Muss man jetzt zugeben. Und ein Ultraball geht raus. Klasse, Voltriant wurde gefangen. Koda erhält 2750 spezielle Erfahrungspunkte. Der Rest bekommt auch noch ein bisschen was. Möchtest du dem Voltriant einen Spitznamen geben? Nope. Wohin soll Voltriant geschickt werden? In eure PC-Box, bitte. Voltriant wird in eine PC-Box geschickt.
So, du hast alle Ultrabestien gefangen. Geh zu Libelle und erstatte Bericht. Machen wir. Warte, ich muss erst den Ausweg finden. Oh, was haben wir denn da? Ja, wieso nicht, ne? Man muss sich auch mal einen Supertrank gönnen. So, wir müssen hier durch und dann geht das hier raus irgendwo. Dütelding, dung, dung, da ist er. So, diesmal sind wir schlau. Wir gehen gleich ins Pokémon Center, dann zu Libelle, erstatten Bericht und dann mal gucken. Vielleicht waren das schon alle. Aber ich habe das Gefühl, nein. Route 8. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Bitte? Okay, dann nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. Ja, ganz suche und entspannen. Ne, wir wollen ja nichts überstürzen. Jetzt erstmal hier Bescheid geben, dass wir soweit fertig sind. Libelle, läuft bei dir? Hast du Neuigkeiten für mich oder bist du hier, um Informationen einzuholen? Ich habe meine Mission abgeschlossen. Ausgezeichnet. Hervorragende Arbeit. Ich rufe sofort meine Chefin und erstatte ihr Bericht. Ich bleib dann auch so lange einfach da stehen, wie man das halt so macht. Wir haben die Daten der Ultrabestien, die du gefangen hast, an das Hauptquartier und an Pia weitergegeben. Das war gute Arbeit, Blaufuchs. Damit kommen wir der Lösung des Rätsels um Voltriant einen großen Schritt näher. Uff. Chefin, ist alles in Ordnung? Sie wird immer schwächer. Ja, mir geht es gut. Ich fühle mich nur ein bisschen schwach. Du musst dir keine Sorgen machen. Das sehe ich aber anders. Meine Chefin strotzt normalerweise nur so vor Stärke, wie ein Macho-Mai. Nein, so schlimm ist es wirklich nicht. Tut mir leid, dass du dir meinetwegen Sorgen machen musst. Mir geht es gut, wirklich. Du bist echt ein beeindruckender Trainer, Blaufuchs. Allein Voltriant vor der Stadt fernzuhalten, hat mich schon meine ganze Kraft gekostet. Aus irgendeinem Grund sehen mich die Ultrabestien so seltsam an. Als wäre ich ihr Feind oder ihr Mittagessen. Das ist bestimmt nur ein falscher Eindruck. Das muss die Erschöpfung sein. Ich bin mal so frei. Oh, Yasu ist wieder da. Yasu! Na, alles klar? Was machst du? Hey, Nummer 836, oder warte, deine Nummername lautet ja Libelle, stimmt's? Ja. Nicht so abweisend. Immerhin bin ich extra hierher gekommen, um euch neue Infos zu den Ultrabestien zu bringen. Ach ja? Das Monster, das ihr Schwerthieb nennt, es treibt sich im Moment auf Ula Ula herum. Mehr dazu, wenn ihr auf der Insel seid. Können wir dieser Information tatsächlich trauen? Na hör mal, ich bin schließlich derjenige, den sie auf Ula Ula zum Inselkönig gemacht haben. Wenn nicht bald was gegen dieses Monster unternommen wird, kriege ich mächtig Zoff mit dem Schutzpatron. Vielen Dank, Yasu. Also dann... Libelle? Ja? Du und Yasu, ihr kennt euch? Ein wenig, von früher. Aber sollten wir uns nicht lieber um unseren Auftrag kümmern? Da hast du wohl recht. Wir müssen uns auf die gesichteten Ultrabestien konzentrieren. Wir werden unseren Stützpunkt im Hotel von Ula Ula errichten. Blaufuchs, würdest du dich uns anschließen, sobald du bereit bist? Dann auf nach Ula Ula. Kommst du nach, Blaufuchs? Unser Hotel befindet sich in der Nähe von Route 13. Natürlich komme ich nach. Geht sofort los. Wir machen uns auf nach Ula Ula. So. Ula Ula, Route 13. Das ist 17. 16. Dorf der Kapu. Das ist Route 13. Dann gehen wir wohl Dorf der Kapu. Und ah ja, dann ist das wahrscheinlich dieses komische Häuschen, was da ist. Und wir werden es finden. Ich bin ganz zuversichtlich, wir werden es schon finden. Das wird schon passen. So, dann müssen wir da entlang. Und hier ist irgendwo ein Hotel oder was? Ja, da vorne, das wird das wohl schon sein.
There we go. Hallo. Da drinnen wahrscheinlich, hä? Da sind sie auch schon wieder, die beiden. Moin! Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, Blaufuchs. Oh, wir tun was, wir Königin. Wir haben dich schon erwartet. Auch diesmal liegen uns die Informationen zu der gesichteten Ultrabestie bereits vor. Yasuo hat sie uns freundlicherweise zugespielt. Die Ultrabestie, die auf dieser Insel gesichtet wurde, trägt den Codenamen Schwerthieb. Anscheinend handelt es sich dabei um ein gefährliches Wesen, das alles entzweiteilt, was sich ihm in den Weg stellt. Zu allem Überfluss haben wir es nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Exemplaren zu tun. UB04 Schwerthieb gezeichnete. Mit anderen Worten, wir können uns keine weiteren Verzögerungen erlauben. Ich werde mich wie immer darum kümmern, dass die Einwohner in Sicherheit sind. Blaufuchs, begib dich zum letzten bekannten Aufenthaltsort der Ultrabestien. Lebel, unsere Rückendeckung überlasse ich wieder dir. Oh. Was ist los? Diese Blässe gefällt mir gar nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mich dieses Mal um die... Nein, alles in Ordnung. Ich bin noch nicht fertig. Nicht bevor diese Insel sicher ist. Aber das funktioniert nur, wenn ich mich auf deine Rückendeckung verlassen kann, Lebel. Verstanden, Chefin. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Halt's im Beibruch, Blaufuchs. Jo, ich gehe mein Bestes, ne? Aber bitte nichts übertreiben, Chefin. Vorsicht bekanntlich besser als Nachsicht. Blaufuchs, das ist für dich. Die Ultrabälle für diesen Auftrag. Du hältst 10 Exemplare des Items Ultraball. Ultrabälle wurden in der Itemtasche verstaut. Zuerst noch unser üblicher Bericht. Wir haben erfahren, dass die Datenanalyse der letzten Ultrabestie, die du gefangen hast, abgeschlossen ist. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, kannst du dich an Fräulein Pia in den Geheimlaboren des Ätherparadies wenden. Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Ich bin hier, falls du Hilfe brauchst. Jo, wo muss ich denn hin? Hast du Neuigkeiten für mich? Ich will einfach nur Infos einholen. Die folgenden Daten liegen zu UB04 vor. Ihr Codename lautet Schwerthieb, doch die offizielle Bezeichnung für sie ist Katagami. Diese fütterliche Ultrabestie schneidet alles in zwei, was ihr in die Quere kommt. Es wurde insgesamt 4 Exemplare gesichtet und zwar an den folgenden 2 Orten. Auf Route 17 und im Malihe Ziergarten. Wir vermuten, dass sie sich immer noch irgendwo auf Ula Ula aufhalten. Dein Missionsziel lautet, alle 4 zu fangen. Hast du Neuigkeiten für mich? Nein, das war's schon. Alles klar, also ab in den Ziergarten mit uns. Da weiß ich nämlich, wo der ist. Einmal fliegen, das war doch direkt hier unten, oder nicht? Nee, hier, da müssen wir hin. Bums. Malihe Ziergarten. Jo, los geht's. Bam, 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 bam. So, bevor wir in den Ziergarten gehen, können wir eigentlich einmal ganz kurz ins Pokémon-Resort gehen. Eben fix Beeren pflücken und sowas. Damit wir das auch noch in uns haben. Das habe ich wieder schon fast wieder vergessen. So, einmal gucken, was die Guten uns mitgebracht haben. Hier für dich. Oh ja, ist ein bisschen was bei rumgekommen. Ein Riesennugget. Das klingt wertvoll. Wir schicken die dann gleich wieder auf die Suche nach Schätzen. Route der sonderbaren Stücke, leuchtenden Edelsteine, kostbare Schätze bitte. Jo, los geht das. Dann sind die schon mal wieder unterwegs. Dann ab zum Bärenfeld. Eben fix einmal einen Aal pflücken. Die Ernte war mal wieder großartig, ne? Ausbeute läuft und geht raus. So, dann haben wir das. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was Neues anpflanzen. Muss ich nur gleich mal gucken. Was für Beeren willst du denn anpflanzen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Hier, davon haben wir nur 6. Die können auf jeden Fall mal angepflanzt werden. So, dann. Was haben wir denn hier noch so? Ich muss mal wieder ein bisschen durchscrollen. Immer erstmal das, was wir so wie am wenigsten. Ruhe 222. Das ist mal ein bisschen was. Ja, Hahn, gleich, warte. Ist ja gut. Du musst dich entspannen. Okidoki, ich freue mich schon auf die Ernte. Und. Oh, nee, warte, warte. Scheiße. Ja, 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 ja. Ich denke dran, reife Beeren einzusammeln. Da brauchst du dir mal bei mir keine Sorgen machen. So, dann machen wir nochmal 6 von denen. Komm, warum nicht? Warum nicht?
Okidoki, ich freue mich schon auf die Ernte, ich mich auch. So, willst du das Pokémon-Ressort verlassen? Ja, wir pflücken jetzt erstmal noch keine neuen Bohnen, das eilt ja nicht. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle bei euch erstmal fürs Zusehen. Ihr habt den Haar gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen kurz einen Break, wir speichern eben fix mal wieder ab. 111 Pokémon im Pokédex läuft bei uns. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bitte eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.